Die letzten Tage waren sehr arbeitsreich für mich. Ich habe jetzt neue Auspflanzungen zum Beispiel im Folientunnel und im Gewächshaus gemacht. Auch im Freiland habe ich neue Auspflanzungen getätigt. Natürlich habe ich auch noch zusätzliche Aussaaten mitgemacht. Kümmere mich auch noch um meine Voranzucht bzw. meine Jungpflanzen, damit die auch schön gedeihen, damit die Schnecken zum Beispiel da nicht zu viel abknabbern. Das ist dann auch immer sehr ärgerlich, wenn man sich um die Jungpflanzen kümmert. Da zum Beispiel pikieren und gießen, werde ich aber auch noch später zeigen. Und dann freue ich mich noch auch bei den Vögeln, wie sie halt ihre Jungen zum Beispiel füttern, großziehen. Und natürlich auch die Bienen, die sich halt über die ganzen Blütentrachten freuen. Und ich möchte nicht lange fackeln, ich möchte es einfach mal in diesem Video für euch festhalten, damit ihr auch teilhaben könnt von diesen wunderbaren Erlebnissen und Eindrücken. Ich fange jetzt erstmal mit den Highlights an. Hier im Folientunnel habe ich jetzt meine 6 Reihen Tomaten gepflanzt. Das sind jetzt ungefähr, ich würde mal schätzen, so 120 bis 140 Tomatenpflanzen. Natürlich auch in unterschiedlichen Größen, weil halt die Sorten unterschiedlich groß gewachsen sind in der Voranzucht. Ich möchte jetzt meine ca. 30 Sorten doch dann alle gut mitnehmen. Hier zwischendrin könnt ihr auch noch ein bisschen Zwiebeln sehen. Das sind die Töpfe, die möchte ich noch zwischen den Tomaten noch mit reinsetzen als Schutz, sage ich mal, vor der Braunfäule. Und die Töpfe habe ich jetzt da einfach so hingestellt, damit halt zum Beispiel ich die Hoffnung habe, dass die Schnecken hier nicht jetzt unbedingt die Tomaten anknabbern. Das ist jetzt schon hier einige Male passiert. Ist dann recht ärgerlich, wenn dann die ganzen Triebspitzen runtergefressen worden sind. Und ich versuche da einfach jetzt so eine kleine Ablenkung zu machen. Ich werde jetzt auch hier jeden Morgen immer unterm Laub ein bisschen schauen, dass da ich die Schnecken absammeln kann, da wo die Pflanzen ziemlich stark angeknabbert sind. Und das wird dann auch ziemlich viel Zeit am Morgen Anspruch nehmen. Ich werde jetzt noch mal die Töpfe aufsammeln, damit ich hier eine Voranzucht für Buschbohnen zum Beispiel habe. Ich habe jetzt zum Beispiel so eine Yin-Yang-Buschbohne, weil ich ja so viel Tai Chi mache, habe ich mir die einfach jetzt mit rausgesucht. Da passt das irgendwie ziemlich gut dazu. Und das ist der Grund, warum ich jetzt schon mit April das hier mache mit den Tomaten, ist, wenn es zum Beispiel jetzt zu kalt wird bei minus 3, 4 oder 5 Grad, werde ich das mit einem Vlies abdecken, aber werden sie in der Regel ziemlich gut überstehen. Und normalerweise sollte es gar nicht mehr so kalt werden, und das habe ich jetzt eigentlich schon auch jedes Jahr so gehandhabt, dass ich die so früh raus tue. Da zum Beispiel könnt ihr sehen, da habe ich eine Tomate rausgerissen, ziemlich angefressen und eine neue wieder reingesetzt, habe da genug in der Voranzucht. Und hier könnt ihr jetzt zum Beispiel auch meine Überwinterungen sehen, also auch hier Endiviensalat. Da hinten Löwenzahn, der da rauskommt, die kann ich auch jetzt schon nach und nach ernten. Habe da auch noch neue Salatpflanzen ins Hochbeet mit reingesetzt. Aber das werden dann auch zum Teil die ersten Ernten sein. Finde ich sehr schön, dass ich dann auch schon recht früh im Jahr ernten kann. Hier habe ich dann nochmal die große Tomate, die auch schon Früchte trägt. Die war schon im Januar, ist sie wild aufgegangen, habe ich da einfach mit in die Voranzucht genommen, habe sie einfach wachsen lassen und auch hier gleich mit reingesetzt. Werde ich dann auch nochmal später angießen. Ist jetzt im Tunnel bei 20 Grad Außentemperatur, ist hier ungefähr 30 Grad drin. Kann dann doch recht anstrengend sein. Und hier ist auch überall Knoblauch mit wild aufgegangen im ganzen Tunnel. Da hat mein Vater dann auch aufgepasst, dass er den Knoblauch damit nicht rausreißt, sondern die auch einfach zwischendrin mit drin lässt, auch wegen der Braunfäule als Mischkulturpartner. Im Gewächshaus habe ich da auch das gleiche gemacht, da habe ich genauso viele Schneckenprobleme mit den Tomaten. Wie gesagt, werde ich immer wieder ein bisschen absammeln und schaue, wie ich da her über die Sache werde. Hier vorne auch noch mal ein bisschen Salate, die vom letzten Jahr noch gewachsen sind. Und hier ein bisschen Kohl, der Grünkohl, den ich hier gesetzt habe, oder Rosenkohl, lasse ich jetzt auch noch in die Blüte gehen. Hier könnt ihr jetzt ein paar die Voranzucht sehen, die Auberginen- und Paprikapflanzen. Da warte ich jetzt noch ein bisschen, bis dann richtig schön warm wird. Zu der Osterzeit soll es ja dann noch mal etwas kühler werden. Hier Melonen und die Gurken schauen auch wunderschön aus. Werden dann auch langsam kräftig junge Pflanzen. Und Zucchinis habe ich auch schon mit der Voranzucht begonnen. Hier ganzen Sachen.
Melonen, Gurken, weitere Tomaten. Draußen stehen auch noch mal ein paar Sachen. Also hier Kürbisse versuche ich auch gerade in der Voranzucht. Und ja, das wird dann ziemlich, ja, hier auch russischer Blattkohl, auch eine wunderbare Sache. Und auch noch mal ein paar Bohnen, die mit, also das sind die Feuerbohnen, die mit aufkeimen. Hier ist ein bisschen Sellerie. Das ist Staudensellerie, den entsafte ich mir gerne. Also es gibt hier einiges mit der Jungpflanzenanzucht. Hier noch ein bisschen Ingwer, Kurkuma, Süßkartoffeln sind da auch mit dabei. Da vorne an der Terrasse auch noch mehr Süßkartoffeln, Ingwer und Kurkuma. Und das dauert dann ungefähr pro Tag, das immer wieder rein und rauszustellen, circa eine Stunde. Also ist dann doch recht aufwendig, das Ganze zu machen. Mein Vater hat jetzt momentan frei, der hilft mir auch mit dem ganzen Gießen, dass die Jungpflanzen ziemlich stark werden. Ich habe auch einige Tomatenpflanzen momentan, auch Paprika, Chilis, die werde ich natürlich auch an euch weitergeben, werde ich daran Angebote machen. Auch da vorne die Erdbeeren, habe ich eine ganze Pflanzliste, wenn ihr da Interesse habt, ich verkaufe die gerne. Habe auch von meiner Johannisbeere hier, habe ich auch Stecklinge, da fangen die jetzt auch langsam an zu blühen. Und das ist wieder so ein Missgeschick von meinem Vater, weil er hat das ganze Beikraut immer weg tut und dann wegbringt und die Erde offen lässt und so geht dann der Boden kaputt. Also das ist so ein Beispiel, was er jetzt nicht unbedingt machen sollt, auch wenn er auf einem ziemlich großen Bauernhof groß geworden ist, beziehungsweise auf dem Land gelebt hat. Aber dann ist halt auch sowas hier passiert, dass eine Bohne ziemlich stark einen Geilwuchs bekommt und er nicht auf mich hören wollte. Aber sie haben die halt am Anfang in einem Zuhause vorgezogen und dann ist es halt passiert, dass er sie unbedingt drin lassen wollte und dann ist da so ein Geilwuchs gekommen und er wollte halt nicht auf mich hören, weil er dann meint, er ist ja der Ältere und der weiß es ja besser. Also dann eben doch nicht manchmal. Und hier ist jetzt auch nochmal der Chinakohl, der richtig schön in die Blüte geht. Da sind jetzt tummeln sich auch sehr viele Bienen und Insekten zurzeit, also eine richtige Quelle für sie. Und ich werde die jetzt einfach nur stehen lassen, auch für die Insekten und für die Bienen. Der Wind hat ja auch ziemlich viel Schaden da angerichtet an der Pflanze, aber die wächst dann trotzdem noch weiter nach oben. Hier den Winterportulak, den lasse ich jetzt auch nochmal in die Blüte gehen, damit er sich hier ein bisschen mit selbst aussamen kann. Ist jetzt doch ein bisschen zu warm für ihn geworden, ist auch ein optimales Wintergemüse und soll jetzt auch wieder für die ganzen Wildbienen auch mit dienen. Was mich jetzt ein bisschen stört, ist der Windschaden am Folientunnel. War ja vor zwei oder drei Wochen war es ziemlich windisch und dadurch ist es jetzt passiert, dass die Tür hier verbogen ist, also die Stange hier, könnt ihr das sehen, ist recht ärgerlich, wie ich finde. Jetzt kann ich die Tür nicht mal so richtig schön zumachen, hängt da so ein bisschen drinnen. Man muss jetzt auch mal mit meinem Vater schauen, wie wir das jetzt irgendwie hinbekommen. Wir dachten zunächst, dass es da an einem Scharnier gelegen hat, aber da ist es nicht das Problem. Liegt wahrscheinlich daran, dass wir halt die Türen mit so Kisten halt fixieren und zudrücken. Und dadurch, weil halt der starke Wind dann gekommen ist, dass dann dadurch die Stangen verbogen sind. Und ja, ist halt recht ärgerlich, vor allem weil das Gewächshaus hier dann doch recht teuer war. Und so alt ist es dann auch wieder nicht. In dem ersten und hier auch in dem zweiten Hochbeet habe ich jetzt weitere Salatpflanzen mit reingesetzt. Das Gute ist, die habe ich einfach pikiert von meinen etwas kleineren Apfelbäumen, weil der Salat, der tut sich jetzt hier bei uns überall im Garten wild aussamen, weil ich den nur einmal im Jahr, also vor 3 Jahren, wild aussamen lassen habe. Und dadurch hat er sich überall im Garten verstreut, auch im Kompost. Und die Salatpflanzen, die habe ich jetzt einfach nur pikiert und hier reingesetzt und die nächsten Tage hat es dann auch ziemlich gut geregnet und das kann ich auch nur jedem empfehlen, also eigentlich Schritte für Gärtner für Faule. Das heißt erstmal schauen, dass die Pflanzen sich selbst aussamen, einfach die Sachen in die Blüte gehen lassen und dann, wenn die sich zum Beispiel an der Stelle aufkeimen, vereinzeln, irgendwo reinpikieren und schauen, dass halt die nächsten Tage dann ziemlich regnerisch werden. Dann spart ihr euch sogar nochmal das Angießen, das ist auch eine schöne Sache.
Noch ein kleiner Tipp von mir, um Grünkohl länger zu ernten. Ich habe jetzt hier zum Beispiel den Hauptstrunk, da wo er in die Blüte gegangen wäre, habe ich den einfach abgeschnitten. Und jetzt bildet ihr hier nochmal neue kleine zarte Austriebchen. Die könnt ihr jetzt auch zum Beispiel nutzen, sind ziemlich zart und süß. Kann man gut in den Salat mit reintun, entsaften oder einen Grünsmoothie daraus machen. Die Kartoffeln sind jetzt auch in die Erde gekommen. Hier das ganze Beet hier bis zum Brett, da sind jetzt überall Kartoffeln drin. Zum Beispiel der blaue Kongo und die rote Mali. Das ist das eine Kartoffelbeet. Das andere Kartoffelbeet ist hier. Und zwischen den beiden Zwergfelsenbirnen habe ich jetzt die Kartoffel mit reingesetzt. Hier hinten am Rand zur Totholzhecke. Da geht auch Beinwell mit auf. Der soll dann nochmal die Kartoffeln zusätzlich als Mischkulturpartner unterstützen. Hier bei den Radieschen habe ich die jetzt auch zwischendrin in Reihen mit reingesetzt und da möchte ich nochmal Buschbohnen mit reinsetzen, damit die Kartoffeln dadurch nochmal durch die Knollenwurzeln der Buschbohnen nochmal stärker wachsen. Hier habe ich jetzt auch nochmal eine kleine Mischkultur aus Knoblauch und Salat in dem Hochbeet. Genau das gleiche wie hier vorne. Der Knoblauch, der überwintert hat. Mit hier auch eine dicke Bohne, die wild aufgegangen ist und die ich umgesetzt habe. Und hier überall die Salatpflanzen in Toilettenrollen wachsen auch ziemlich gut ran. Genauso wie hier. Jetzt sind wir ja eh schon im Gewächshaus. Und hier kann man es zum Beispiel sehen. So ein paar Fraßschäden von Schnecken. Ich werde jetzt einfach die Pflanzen als Ablenkung drin lassen und mal schauen, wie die sich entwickeln, ob sie weiter noch angefressen werden. Liegt halt einfach an dem Mulchmaterial oder dem Bokashi, was nicht ganz verrottet ist. Und da hinten habe ich auch nochmal eine schöne Salatpflanze. Und wie gesagt, ich habe ja hier Mitbewohner. Hier die Wespen haben mich heute in der Früh, hat mich eine gestochen, weil ich auf allen Vieren die mich um die Tomaten hier gekümmert habe und die ist dann auf meine Waden drauf. Dann habe ich mich in eine Hocke reingesetzt und hatte mich dann kurz angestochen. War eigentlich nicht schlimm, hat auch kein Gift sozusagen versprüht und es war nur ein leichter Schmerz. Das war es dann, ist die auch gleich wieder abgehauen. Also die Wespen, die krabbeln gerne halt auf mir rum. Das möchte ich euch jetzt auch nicht vorenthalten. Die Wildbienen, die suchen sich schon mal fleißig ihre Löcher aus und befüllen die auch. Die sind jetzt seit gestern frisch gemacht, da habe ich die Wildbiene auch beobachtet, wie sie die Löcher füllt. Und ich finde es halt schön, dass dann doch dieses große Insektenhotel von den Wildbienen genutzt wird, um dann auch dadurch später auch meine Fruchtpflanzen mit befruchten können. Also eine Win-Win-Situation. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich gerne über einen Daumen nach oben. Gerne auch was unten in die Kommentare schreiben, welche Projekte ihr zum Beispiel bei euch im Garten habt oder allgemein auch irgendwas kommentieren, um einfach den Algorithmus zu pushen, weil solche Inhalte, die ich zum Beispiel verbreite, werden nicht so gerne gesehen auf YouTube. Da könnt ihr mich zum Beispiel auch hier unterstützen. Nur mit eurer Hilfe kann ich auch wachsen. Dabei könnt ihr auch kostenlos abonnieren. Wenn ihr dabei noch auf die Glocke drückt, dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich neue Videos hochlade. Das sind eigentlich nur 2 Klicks und ihr könnt es auch jederzeit kündigen. Und sonst könnt ihr auch gerne dieses Video an Freunden, Bekannten, Familien teilen, die auch jetzt zum Beispiel von diesem Video profitieren können. Gerne auch das rumschicken auf Social Media Kanäle, auch diesen Kanal. Alles sehr gerne gewünscht. Und weil ich es ja auch immer wieder erwähne, hier auch sehr viel Arbeit mit reinsteckt, findet ihr weitere Unterstützungsmöglichkeiten für mich und mein Projekt unten in der Videobeschreibung, wie zum Beispiel Kurse, wenn ihr da Interesse habt, Coachings auf der Webseite, Spendenmöglichkeiten. Da findet ihr reichlich Sachen, um mich hier zu unterstützen, damit ich weiterhin für euch Videos machen kann. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace Projekt. Bis dahin. Ciao.